Ich bin die Kathi und ich erzähle euch heute alles, was ihr über Kaiserin Elisabeth alias Sissi alias Sisi, weil man schreibt den Namen eigentlich nur mit einem S, wissen müsst. Herzogin Elisabeth aus Bayern kam mit nur 16 jungen Jahren nach Wien an den Kaiserhof, weil sie den jungen, schmucken Kaiser Franz Josef heiraten sollte. Okay, das Bild hier ist jetzt nicht so jung und schmuck, aber ich habe keine Bildrechte für andere Bilder. Die Ehe war allerdings schwierig, denn Sissi fühlte sich überhaupt nicht wohl am Wiener Hof. Sie fühlte sich wie in einem goldenen Käfig, was auch dieses Zitat aus einem Gedicht von ihr belegt. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Sie hatte einen großen Freiheitsdrang und reiste monatelang durch Europa. Sie ließ sich sogar aus Protest ein Anker-Tattoo auf ihre Schulter tätowieren. Was für ein Skandal in der damaligen Zeit. Außerdem war Elisabeth eine begnadete Reiterin, eine der besten Europas. Sie hatte sich auch ein eigenes Fitnessstudio in den Palast einbauen lassen, hat eben sehr auf ihre Linie geachtet, galt auch als eine der schönsten Frauen Europas. Wichtig ist auch ihre Liebe zu Ungarn. Sie hat wahrscheinlich ihren Mann dazu gebracht, dass er einem Ausgleich mit Ungarn zustimmt, wodurch es zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gekommen ist. Sie wurden dann auch König und Königin von Ungarn. Elisabeth und Franz Josef hatten 4 Kinder, 3 Mädels und einen Sohn, wobei der Sohn Erzherzog Rudolf sich selbst das Leben genommen hat. Und auch Sissi erlitt einen tragischen Tod. Mit nur 61 Jahren wurde sie vom italienischen Anarchisten Luigi Lucchini im Jahr 1898 mit einer Feile erstochen. Ja, tatsächlich. Kurz nach ihrem Tod hat man dann beschlossen, ihr ein Denkmal zu widmen und das kann man im Wiener Volksgarten betrachten. Alles Weitere zum Denkmal findet ihr im Beitrag.